war früher wirklich alles besser, zumindest war alles anders. Das sagt Handelsblatt-Chefredakteur Gabro Steingartz und er hat seine Beobachtungen in seinem Buch Das Ende der Normalität, Nachruf auf unser Leben, wie es bisher war, aufgeschrieben. Nichts sei mehr normal und eine neue Normalität sei auch nicht in Sicht. Das klingt etwas deprimierend, soll es aber wohl gar nicht sein. Es werde wohl keine leichte Zeit sein, aber es könne wohl die glücklichste Zeit für uns sein. Das erklärte Gabor Steingart bei seiner Buchvorstellung gemeinsam mit dem ehemaligen Außenminister Joschka Fischer am Abend in Berlin. Ist das ein Nachruf auf unser Leben, das wir mal hatten und das wir nicht mehr haben werden angesichts der Veränderung in der Welt? Und es ist eher eine Trauer, dass wir uns nicht abfinden wollen, dass wir nicht mehr das sind, was wir mal waren? Ist es dieser düstere Rückblick auf eine Zeit, die vergangen ist und die neue Partner, neue Spieler in die Welt bringt, die an sich an uns vorbeigehen? Es ist der Eindruck, den ich habe, wenn ich aus China komme, dass ich, wenn ich hierher komme, nicht erschrocken bin, wenn ich in China bin, das auch manchmal, aber eigentlich erst erschrocken bin, wenn ich hier wieder ankomme. Und die Frage ist, dass Ihr Buch also mehr als bloß, dass die Gegenwart so kurz ist, dass man gar keine Erfahrungen sammeln kann, die Gegenwart sozusagen immer mehr zusammenschrumpft, dass sie eigentlich schon vorbei ist, wenn man von ihr spricht und gar nicht mehr lange andauert, dass man sie als Gegenwart bezeichnen kann. Und ist das, was uns alle ereilt hat? Und wir spielen in einem leeren Stadion noch westliche Welt, das ist, und keiner schaut mehr zu. Was Joschka Fischer ja meint, ist der Kontext des Buches sozusagen, dass es ja in einer bestimmten Zeit stattfindet und dass die Zeit unausgesprochen sich da reflektiert. Unbedingt ja, ich glaube schon. Natürlich könnte das auch heißen, das Ende unserer Normalität. Und wenn irgendwas zu Ende geht, meiner, na gut, unserer westlichen natürlich, Dominanz, natürlich ist jede Normalität, die man selber prägen kann, wird anders erlebt, als wenn man geprägt wird. Ja? Und natürlich haben heute viele das Gefühl, ja, wir können das Internet, wir können vieles benutzen, trotzdem, wir leben in einer Zeit, wo andere das Spiel machen und wir bewegen uns danach. Haben wir wirklich größere Freiheitsgrade bekommen dadurch? Ja, nein. Wie wird die, allein schon, dass der Begriff Zukunft heute keine durchgängig positive Konnotation hat in westlichen Breiten. Zukunft ist eben auch Aufstieg anderer, veränderte Arbeitswelt, dass ich nicht genau weiß, ob es meine Firma noch gibt. Wir sind hier in der Bank, die Aktionäre zum Beispiel in Deutschland ziehen sich immer mehr vom Aktienmarkt zurück. Warum? Weil ihnen die Zukunft extrem ungewiss scheint, weil sie nicht wissen, ob Nokia, ein Highflyer von vor ein paar Jahren, dann noch ein Highflyer sein wird. Und darin spiegelt sich ein Mangel an Zukunftsvertrauen wieder. Trotzdem will ich auch widersprechen, es ist nicht nur ein Abgesang auf unsere Zeit, sondern ich sage ausdrücklich auch, diese Loslösung von Familie und von dem einen Arbeitgeber, was als Enge empfunden wurde, und immer noch von vielen im ländlichen Bereich auch als Enge empfunden wird, ist auch ein Segen. Ich glaube, wir sind Teil, wenn ich es jetzt mal positiv wenden will, einer sehr großen Freiheitsbewegung, dass der Mensch sich selber ertüchtigt und die Freiheit nimmt, zu wählen oder nicht zu wählen, bei Opel zu arbeiten wie der Vater oder eben nicht, dass wir den Job wechseln, wie wir es möchten. Es findet schon eine große Freiheitsübertragung von diesen Institutionen, denn die Entscheidung, die andere für uns gefällt haben, die trifft man jetzt selber. Die ist ja nicht weg. Die Entscheidung wird nach wie vor getroffen. Nur, ich glaube eben, dass man sich diesem Prozess bewusst sein muss, dass diese großen Magneten, von denen ich schreibe, die uns gezogen haben, die Fabrik hat uns reingezogen, die Familie hat uns normiert, die Kirche hat uns die 10 Gebote gegeben, diese Magneten müssen wir bildlich gesprochen, in uns selber installieren. Wir müssen selber Werte entwickeln, nach denen wir leben wollen. Wir müssen die Entscheidung, die andere für uns getroffen haben, jetzt selber treffen. Und da kommen wir an den Punkt, können wir ja noch diskutieren, wo das Buch sich, wenn Sie so wollen, zweiteilt. Da sage ich Zukunft zweimal. Ja, die einen, ich nehme an, wir, die wir hier sind, können mit dieser neuen Freiheit und sind Teil dieser Freiheitsbewegung, wir können daraus viel machen für uns. Und es wird Menschen geben, die sind überfordert von dieser Vielzahl an Entscheidungen, die sie treffen müssen. Denn die Gleichzeitigkeit von verschiedenen Wirklichkeiten... Die Spaßgesellschaft hält Einzug. Der Einzelne muss sich entscheiden, nach wie vor. Will er in einer Familie leben, will er in einer Wohngemeinschaft leben, will er in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung leben oder nicht? Die Gesellschaft kann Vielfalt nicht nur ertragen, sondern ist es eine Bereicherung. Für den Einzelnen bedeutet die Vielfalt eben auch den Zwang zur Entscheidung. Und dieser Zwang zur Entscheidung
der wird nicht allen gleichermaßen leicht fallen. Und deswegen spreche ich von den zwei Zukünften. Es ist für die einen ein nostalgisches und pessimistisches Buch und für die anderen aber auch ein hoffnungsfrohes Buch. Ich will es eben nicht nur verstanden wissen als ein Abgesang auf eine Zeit, sondern auch als eine Chance. Ja, an Herrn Fischer die Frage, ob wir in dieser Zeit, wo uns alles abhanden gekommen ist, überhaupt in der Lage sind, in die Zukunft zu gehen, Zukunft zu machen, oder ob wir uns jetzt genügen, dass wir genügend Hartz IV haben, die Eisenbahnen vielleicht wieder mal fahren und dass es eigentlich ruhig zugeht. Haben wir die Werte, die Kraft, wieder dorthin in die Zukunft zu gelangen, und zwar mit Schwung? Woher soll ich das wissen? Das ist, aber ich meine, schauen Sie sich China an. Man kann ja nicht sagen, es ist ein junges Land, es ist ein neues Land, es ist die älteste kulturelle und politische Zivilisation, die in Kontinuität existiert, die durch eine furchtbare Niedergangsphase in den letzten 200 Jahren gegangen ist und sich jetzt gerade dabei ist, erheblich zu berappeln, ob am Ende erfolgreich werden. Wir sehen, also ich glaube, der größte Teil derer, die hier sitzen, werden es noch erleben. Insofern halte ich auch nichts jetzt sozusagen von dem alten Europa etc. Die Frage ist, dennoch, was ist uns verloren gegangen? Und das ist erstmal positiv, also dass wir heute nicht mehr überwiegend in Machtkategorien, militärischen, staatlichen Machtkategorien denken, kann man schwer als Verlust begreifen. Gerade in dieser Stadt, wer die jüngere Geschichte kennt, der weiß, welcher Preis für diese Haltung zu bezahlen war. Und es war ziemlich furchtbar. Wie überhaupt, glaube ich, Herr Steingart, das mit eine Rolle spielt. Wir sind als Kontinentaleuropäer, als Krieg als Motor des sozialen Wandels gewöhnt gewesen bis zu meiner Generation. Das ist die erste Generation in Westeuropa, die Krieg nicht mehr kannte. Alle Generationen vorher war das Prinzip relativ einfach. Pro Generation mindestens ein Krieg, Zerstörung, Beerdigung der Toten, Wiederaufbau bis zum nächsten Mal. Und dann ging es wieder los. Pro Generation, kann man sagen, war es so. Und das hat kumuliert dann im Zweiten Weltkrieg und wurde dann eingefroren im Kalten Krieg. Jetzt sind wir zum ersten Mal als Kontinentaleuropäer mit Deutschland in der Mitte in einer Situation, wo dieses Prinzip nicht mehr gilt. Sie beschreiben in dem Buch ja allein die Kumulation der Sparguthaben im Vergleich zu den 50er Jahren. Wenn Sie dann noch hinzufügen die Immobilienvermögen, also all das, was letztendlich vererbt wird, können Sie sagen, das ist ein reiches Land, wie es vorher so nie war. Auch weil pro Generation dann die zyklische Entwertung, Geldentwertung, Vermögensverluste als Teil dieses Prinzips sozialer Wandelkrieg hinzukam. Auch damit umzugehen, fällt uns schwerer als etwa in der angelsächsischen insularen Tradition, die da eine andere Situation hatten. Aber ich denke mir, der Hauptgrund ist wirklich, dass, und da habe ich ein Stück weit Verständnis, ohne dass ich die negativen Konsequenzen sehe, dass die Kontinentaleuropäer sich zurückgezogen haben auf sich selbst. Und nirgendwo können sie das so sehen wie in Deutschland. Ich war jüngst im EU-Ausland, da wurde gefragt, also die Deutschen wollen die EU dominieren. Da habe ich abgewunken, habe gesagt, ihr liegt völlig falsch. Wenn in Deutschland etwas nicht gewollt ist, ist es Dominanz, sondern eher ist die generelle Stimmung, lasst uns in Ruhe. Und diese nach innen kehren, dieses nach Amerika schauen, was die kulturelle Zukunft betrifft, das spielt bei uns eine große Rolle. Das heißt, da kommen meines Erachtens verschiedene Faktoren zusammen, die dann dazu führen, dass man sagen kann, okay, das ändert sich jetzt alles, geht so schnell etc., wir bestimmen das nicht mehr selbst. Und da ist ein Stück weit sehr viel Wahres dran. Also ich sehe diese großen Linien da wirken und normalerweise würde man sagen, wenn der Druck von außen stärker wird, wird das wieder korrigiert werden. Und im Moment spricht vieles dafür, dass der Druck von außen stärker werden wird auf die Europäer und damit auch auf uns. Dann wird es wieder korrigiert werden. Also ich glaube nicht, dass das Abendland untergehen wird.
Aber Ihre Frage jetzt präzise zu beantworten, wie das wird, ich glaube, es kann keiner. Können Sie darauf antworten? Also ich glaube, dass er recht hat, dass wir erleben ja keine Europa-Begeisterung, Euphorie, sondern das Land versucht ja eher das Gegenteil von Dominanz, sich auf sich selbst zurückzuziehen, wünscht sich einen Teil seiner alten Normalität zurück, wird ja auch bedient in den Zeitungen zum Teil, von der D-Mark-Zeit wird wieder geschwärmt, dass man Europa und das Entstehen der, wie ich glaube, Vereinigten Staaten von Europa, deren Zeitzeuge wir sind, man wird das erst später so nennen. Das wird nicht euphorisch. Es fehlt wirklich außerhalb eines kleinen Zirkels in Berlin und anderswo die Begeisterung für das, was da entsteht. Es wird nur als Krise erlebt, als Verlust. Ich vergleiche das, er sagt China, meine Antwort auf China heißt DDR. Die DDR, obwohl sich alles zum Besseren ja verändert hat für die Menschen, haben das die Menschen erkennbar ja anders erlebt. Warum? Ich glaube, weil sie zwar mehr Geld bekommen haben und bessere Jobs zum Teil, aber die Normalität ging verloren. Der Schatz, der wertvollste Schatz für die meisten Menschen ist, ist nämlich nicht Geld, sondern ein Erfahrungsschatz. Alle ihre Erfahrungen der DDR wurden entwertet. In der Nacht, als die Mauer fiel und die Währungsumstellung war, es war nicht der Sieg von Kapitalismus über Kommunismus, es war der Sieg unserer Normalität, unserer westlichen Normalität, mit allem, was dazugehört, über deren Normalität. Deren Normalität, sage ich mal, war über Nacht nichts mehr wert und das wurde als Verlust erlebt, auch als Respektlosigkeit sondergleichen. Und wir sind jetzt ein Stück weit, ich übertreibe jetzt, fühlt sich ganz Deutschland, wenn es auf Europa kommt, ein Stück weit wie vor dem Fall der Mauer. Unsere Mauer, unsere Schlagbäume fallen. Wir fühlen uns wie die DDR. Und am liebsten würden ganz viele, wenn sie könnten, Oskar Lafontaine zu ihrem Sozialminister wählen, um sich ein Stück alter westdeutscher Sozialstaatsbehaglichkeit zu retten. Und vielleicht würden einige einen alten Bundesbankpräsidenten wieder zum Finanzminister wählen. Ich glaube, das Lieblingskabinett der Deutschen würde sehr alt und sehr konservativ aussehen. Und Helmut Schmidt wäre dann Bundespräsident. Ist dann Ihre Zukunftsvision Rückkehr in die alte Normalität? Ist das der Ausweg? Nein, das ist, Helmut Schmidt. Das ist die Stimmung, glaube ich. Ja. Das ist die Stimmung. Ich glaube, Helmut Schmidt würde eine deutlich größere Mehrheit bekommen, als er zu Lebzeiten im Amte zu Lebzeiten je bekommen hat. Warum? Weil die Leute sich nach dieser Zeit zurücksehen. Ich glaube, dass wir uns keinen Gefallen tun. Und da steckt, auch wenn ich das im Buch nicht thematisiere, auch ein Stück Kritik an mir selber und an unserem Drängen auf Reform. Die Leute haben Reform nicht mehr als das verstanden, als Verbesserung ihres Lebens, sondern verstehen als Reform, als um jeden Preis wegzerren von ihrer Normalität. Ich glaube, Reform ist erklärungsbedürftig gegenüber dem, was die Leute kennen. Obama hat mal gesagt in einem Hintergrundgespräch um die Gesundheitsreform, dass die Leute schon wüssten, dass das System ungerecht ist in Amerika und brutal ist. Sie sagen, sie wissen, dass unser Gesundheitssystem, wo nur der Reiche sich was leisten kann, ein Teufel ist. Aber es ist der Teufel, den sie kennen. Und so hat er erklärt, das ist die Normalität, an die sie sich gewöhnt haben, wird verteidigt gegen eine Normalität, von der man nicht genau weiß, wie sie ist. Lassen Sie mich den Punkt aufnehmen und vielleicht ein Stück weit sogar noch radikalisieren. Wir haben jetzt, wenn wir zurückblicken auf 1989, eine schnelle Folge von, man kann sagen, welthistorischen Zäsuren erlebt. Und 9. November 89 hier. Das Ende des bipolaren Systems, Fall der Mauer, mit Konsequenzen, die sehr viel weitgehender sind, als viele heute noch annehmen. Da hängt der Aufstieg Chinas, die Veränderungen an neue Weltordnung und all das hängt da sehr eng mit zusammen. Wir haben den 11. September erlebt, wir haben dann aber auch das Ende des amerikanischen globalen Finanzkapitalismus erlebt, auch wenn er scheinbar heute noch weitergeht, glaube ich das dennoch nicht. Und das, was mit dem Kollaps des Weltfinanzsystems nach der Pleite von Lehman stattgefunden hat, hätte früher in eine globale Krise geführt. Das ist aufgrund der thermonuklearen Realität nicht mehr möglich. Aber wenn die Regierungen, die über eine andere Kompetenz heute verfügen, nicht steuernd eingegriffen hätten, hätte das innerhalb kürzester Zeit zu einer gewaltigen Weltwirtschaftskrise geführt, mit sozialen Verwerfungen auch bei uns.